Liebe und Flower Power zu retten hoffte. Seine Lieder sollten Balsam sein für den verletzten Planeten Erde. John Denver, seit 25 Jahren on the road mit Songs, die jeder sofort erkennt und dabei an die eigenen Träume denkt, ob an die in der Vergangenheit oder die für die Zukunft. Sind die 25 Jahre spurlos an diesem leisen Star vorübergegangen? Natürlich merke ich mein Alter. Ich bin 51 und werde 52. Ende dieses Jahres natürlich. Aber ich glaube, meine Stimme ist besser denn je und einfach reifer. Die Fans strömen nach wie vor zu den Konzerten. Sie glauben John Denver, wenn er seine schönen Balladen singt. Aber verstehen auch, wenn er seinen Ruhm in den Dienst der Natur stellt und aktiv für eine gesündere Umwelt kämpft. Er hat eine Organisation gegründet, die weltweit Bäume pflanzt, für die er sein Geld spendet. Wir haben in den letzten Jahren über 250.000 Bäume gepflanzt in den USA. Das Publikum ist einbezogen. Von jedem Programm, jedem T-Shirt, von allem, was wir während der Show verkaufen, spenden wir etwas für die Organisation. Die Jahre haben ihm ein paar Falten ins Gesicht geschrieben, aber die amerikanische Legende John Denver beweist nach wie vor, dass man seinen Traum von der besseren Welt versteht. Überall. Rocky Mountain High.